Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Chem Volta. Heute starten wir einen neuen... Wir starten keinen neuen, wir versuchen einen neuen Bankdrückrekord! Yay! Ja, hier komme ich momentan nicht zum Training. Ich war das letzte Mal vor anderthalb Wochen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was, wie, wo. 160 war mein letzter Bankdrückrekord. Also wenn ich heute 161 schaffe, haben wir schon einen neuen Rekord. Aber wir versuchen, die 170 anzupeilen. Alle Corona-Regeln werden eingehalten. Armand steht mindestens anderthalb, zwei Meter immer von mir weg. Alle Corona-Bestimmungen werden hier natürlich eingehalten und es wird gegen nichts verstoßen. Also für alle, die jetzt schon wieder unruhig in der Hose werden, entspannt euch. Armand steht weit weg von mir, genug weit weg. Und los geht's. Psst. Viele werden jetzt sagen, ey Kevin, du machst die Ausführung viel zu explosiv, viel zu schnell. Falsch, ich mach sie richtig. Denn ich bereite meine Muskulatur vor, eine maximale Kraft zu erreichen. Denn die Muskulatur, die Schnellkraft, Explosivkraft hervorbringt, ist auch die Muskulatur, die dich groß macht und stark macht. Merke. Schon schwer gewesen jetzt 120. 170 wäre ein neuer Rekord. Ist halt schon doof, wenn du schmaler wirst. Gerade jetzt, wenn du wieder eine Woche nicht trainierst, da guckst du morgens schon mal ins Spiegel und denkst dir so, das sieht ja schon scheiße aus. So. Könntest du dir vorstellen, dass du irgendwann mal 80 Kilo wiegst? 80 Kilo? Mhm. 80 Kilo habe ich, glaube ich, das letzte Mal mit. Wann habe ich das letzte Mal 80 Kilo gewogen? 13. Jetzt, ich habe jetzt ohne Stoff und ohne großartiges Training. Wir können mich mal wiegen gehen, wir können mal gucken. Geh mir aus dem Weg. Gucken, was ich jetzt wiege, würde mich auch mal interessieren. Ich esse ja jetzt auch nicht viel. Ich esse ja jetzt vielleicht so maximal dreimal am Tag. 116. 116,5. Klamotten, sagen wir mal 115. 115 Kilo. Fail. War schwerer als ich gedacht habe. Oh, Scheiße, was? 170 Kilo sind sehr unrealistisch heute, Armand. Also, wir können das Video leider nicht mit einem neuen Rekord schmücken. Den Titel. Oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Oh, Gott. Falls ich mich verletzen sollte, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass einzig und allein Armands Schuld ist. Warum? Weil du mich dazu nötigst. Komm, Kevin. 170. Haben wir 200.000 Klicks. Und eine kaputte Schulter wieder. Ja, das ist jetzt ein Rekordversuch. Das sind 162,5. Sag doch, das ist doch nicht so. Was soll denn das? Toi, toi, toi. Der toi, toi, toi ist ja toi, 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 dass nichts schief geht, oder was? Ich
Pack die Kamera auf das Stativ. Nimmst du auf? Nicht, dass ich hier sterbe und du nimmst dich auf. Sag mal. Deine Leistung selbst überrascht? Ja, ein bisschen. Oh, sind sich jetzt. Da wollte ich euch noch zwei neue Produkte zeigen von Neosubs. Das ist einmal unser Rice Powder, Reis in Pulverform sozusagen. Hat den Vorteil, dass Reis im Gegensatz zu Maltodextrin oder Dextrose viel, viel insulinstabiler ist. Das heißt, ihr habt nicht so eine Blutzuckerschwankung. Das ist eine super Sache für vorm Training, während dem Training und nach dem Training. Und zur heutigen Zeit passend unsere Neosubs Immunsticks, von mir persönlich entwickelt. Wir blenden euch mal die Werte ein. Ist wirklich unglaublich. Hier ist alles drin, was dabei hilft, euer Immunsystem zu stärken und zu verbessern. Also für die heutige Zeit genau das Richtige. Und mit dem Gutscheincode Kevin10 spart ihr dann 10%. Nicht nur bei Neosubs, natürlich auch für Smilodogs. Aber Gym-Outfits momentan werdet ihr nicht brauchen. Aber wer vielleicht ein Home-Gym-Outfit braucht, kann auch gerne mal Smilodogs abchecken. Das sieht schon schwer aus. Ein Monat kein Sport und trotzdem neuer Bankdrückrekord. Jetzt mal rein spekulativ, ohne Böses herbeibeschwören zu wollen. Mach halt die Schnauze. Kannst du nicht machen. Mal allein die Gedanken, ja, die du jetzt gerade streust. Was der dich sagen wollte. Ja. Nimm mal an, Gott behüte dir irgendwas passiert. Würdest du jemals wieder Bankdrücken machen? Ich rede gar nicht mit dir. Das ist ernst. Ja! Ich habe noch bestimmt einen dritten oder einen vierten geschafft. Aber das lassen wir jetzt. 170 immer. Gratulation! Sehr gut! So, Video fertig! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald. Tschüssi. 170 Kilo, für mich auf jeden Fall das meist gedrückteste Gewicht seit 2,5, 3 Jahren, seit meinem Brustmuskelabriss und vor allen Dingen auch natural. So viel Gewicht natural habe ich in meinem Leben noch nie bewegt. Es gibt bestimmt Leute, die das schaffen. Ich bis jetzt noch nicht. 170 Kilo, bin ich wahnsinnig stolz drauf. Vor allen Dingen, weil ich halt wirklich einmal die Woche vielleicht Brust trainiere, maximal, wenn ich das schaffe irgendwie. Dieses ich könnte mich verletzen, aus meinem Kopf auszuklammern und einfach an mich selber zu glauben und daran zu glauben, dass ich das schaffen kann. Glauben versetzt Berge, hat uns schon Gott in der Bibel gepredigt. Also Leute, glaubt an euch. Bleibt alle gesund. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem kleinen kurzen Video. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen bei